Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Khalid und willkommen zu meinem nächsten Assassin's Creed Video. Die letzten zwei Folgen haben wir ja live gestreamt. Leider war ich nicht so ganz zufrieden mit den Streams, weil die Reichweite noch leider nicht da ist und mir die ganze Arbeit zu viel war. Deswegen habe ich mich jetzt umentschieden nochmal auf Aufnahme. Ja, klingt jetzt zwar ein bisschen arrogant, aber ich wollte jetzt erstmal weiter mit Aufnahmen machen und ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, wie immer. So. Wir haben ja jetzt ein paar Leute hier entfernt. Bei diesen Ausrufezeichen, wo sind die jetzt hier? Genau da. Und ja, wir haben ja dann noch den Lorenzo, also diesen Statthalter oder wie der auch heißt, hier gerettet vor dieser Einnahme hier von dieser Burg. Und ja, jetzt haben wir halt was Gutes bei ihm, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und ja, was es noch kaum mag, bin ich mal jetzt auch ziemlich gespannt. Und ja. Vielleicht fragen sich einige schon, wann FIFA-Videos kommen oder GTA oder sonst was. Das wird auf jeden Fall kommen. Nur ich wollte unbedingt jetzt hier mit dem PS3-Spielen fertig werden, damit ich endgültig damit aufhören kann, weil ich wollte diese Spiele noch unbedingt noch online haben, damit ich auch da was von früher noch habe. Halt als alte Erinnerung und so. Und ja, dann wird das auch das allerletzte Mal sein. Laufe ich überhaupt gerade in die richtige Richtung? Wo bin ich gerade? Ah, da bin ich. Ja, ich laufe richtig. Genau. Wo war ich denn genau? Bei den Spielen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, die Spiele wollte ich noch drin haben. Und dann wird auf jeden Fall voller Fokus auf die richtigen qualitativen Spiele gelegt. Also Wert drauf gelegt. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Wird auf jeden Fall hoffentlich was Schönes und Gutes. So, ich reite gerade in die andere Richtung. Ich muss, glaube ich, wieder zurück. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt! Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will! So, Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Können wir gerne machen.
Venedig ist auf jeden Fall auch eine schöne Stadt. Bin mal auch gerne mitten durch die Stadt aufs Schiff fahren und in ein Restaurant. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Der Angriff über Borgias überstehen. Scheiße. Wie werde ich hier los? Sie versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Jetzt! Jemand ist oben drauf! Mach ihn mit Kurven, um ihn abzuwerfen! Scheiße, scheiße, scheiße. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Scheiße. Ezio, pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Los, Leonardo. Sie wollen mich. Na los, kommt her. Ich treffe dich später platt. Ich sehe ihn dort. Los, jetzt! Er wird uns seine Mitte bieten. Ihr werdet schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Merkt schon, bringen wir es schnell zu Ende. Der Ruhm gebührt mir, den großen Assassinentöter. Denkt daran, was ich euch beigebracht habe. Oh.
Guillotine? Ha! Du hältst keine Minute durch. Und auf der Piazza gegrillt. Langsam dauert es mir zu lange. Achso, der ist ja schon erschöpft. Habe ich ja gar nicht gemerkt. Endlich. So. Haben wir ein Reittier hier? Hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Da haben wir schon ein Reittier. Ich muss es mir noch ein bisschen angewöhnen, dass ich während des Spiels noch ein bisschen mehr kommuniziere. Aber hoffentlich kommt das noch. So, wo lang? Sorry, das war mein Stuhl, den kriege ich gerne. Muss auch endlich mal einen neuen holen. Total müde von der Arbeit, ey. So, Auftrag jetzt erledigt. Jetzt gehen wir mal zum nächsten.
Ja, ich will aber mit dem Pferd rein. Ja, super, geht nicht. Ja, komm, steig aus. Steig aus. Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Di niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Oh, ich brauche Hilfe! Kann ich hier runter? Cool, wir können ja springen. Im ersten Teil konnte er das ja gar nicht. Gott, ich flehe dich an. Ja, hier geht er hoch. Hilf mir doch jemand. Ayuto! Hilfe bitte. Ich kann nicht schwimmen. Ja, ich komm doch schon, Mann. Oh Gott, ich flehe dich an. So hilf mir doch jemand. Ayuto! Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. So, ich wusste nicht, jetzt haben wir der Dame Superman gespielt. Dafür können wir dieses Schiff hier haben. Finde ich cool. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. So, das haben wir ja jetzt gelernt schon. R1 und X.
Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Sind wir wieder zurück im Forschungslabor oder im eigenen Forschungszentrum? Und wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit! Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, okay. Komm schon. Ein kleiner Tier. Die Augen machen wir jetzt auf. Mach die Augen auf, Desmond. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Nein, nein, nein! Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Warum kann ich nicht da rein? Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also sucht ihr nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Der neue Spider-Man.
Ich hoffe, die Tür geht jetzt auf. Warum geht die nicht auf? Also ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch suchen soll. Ja, sind wir fertig? Aha. So, jetzt kann ich eigentlich noch rein. Normalerweise. Ach so. Ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Ja, und jetzt? Ich bin wieder beim ersten Teil gelandet. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter Ihr. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Das muss ein Ziel sein. Oh,
wusste es. Wo ist sie denn? Ah, nein. Ach, Mann. Leute, ich verstehe das nicht. Die lässt mich nicht rein und kann danach. Ach ja, auf einmal geht's jetzt. Die lässt mich nicht rein und ich muss stattdessen. Ah, nein. Und ich muss stattdessen hier außen rum. Was ist das, ey, Mann? Hatten wir jetzt, da hatten wir wohl unseren Spaß jetzt gehabt. Sehr interessant. Soll ich nicht synchronisieren? Oder kann ich direkt runterspringen? Hallo, ich will synchronisieren. Dann nicht. Ja. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Sieht ein bisschen unheimlich aus, aber... egal.
Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? So, Sean, Freunde, wir bitte, machen das jetzt reicht. Uns bereit und zwar okay. In der nächsten Folge. Das waren jetzt zwei Teile für heute gewesen. Also für heute und morgen. Oder besser gesagt, den gestrigen und heute. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed mit Reddit. Und ja, falls euch das Video gefallen hat oder die Videos gefallen haben, dann lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal und checkt meine Social Media Kanäle ab. Da werde ich sehr aktiv sein. Und ja, da würde ich sagen, bis dann und ciao.